Moin Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr Schriftarten installieren könnt. Ich bin jetzt auf die Seite schriftarten-fonts.de gegangen, habe dort einfach mal geguckt und nehme einfach mal das hier, Graffiti. Ja, ihr könnt euch irgendeine Schriftart halt aussuchen. Bring the Noise ist ziemlich geil. Aber ich nehme jetzt einfach meine berühmte Schriftart, und zwar nehme ich 28 Days Later. Sollte jeder kennen. Ich schaue sie mir erst einmal an. Klicke auf Download. So, hier seht ihr das noch ganz einfach. Und dann geht ihr auf Zip Download. Dann öffnet sich ein Download-Fenster. Und ihr seht, dass die Schriftart in einem gezippten Ordner vorhanden ist. Dafür braucht ihr natürlich ein ZIP-Programm. Ich habe jetzt WinRAR genommen. Die Testversion ist kostenlos. Könnt ihr also verwenden. So, da habt ihr nun eure Schriftart. Als nächstes geht ihr auf Systemsteuerung. Ich habe das jetzt über die rechte Maustaste gemacht. Und dann gebt ihr in der Systemsteuerung einfach nur Schriftart ein. Das mache ich jetzt einfach mal. So, dann wählt ihr Schriftarten aus. Und da seht ihr dann alle Schriftarten, die ihr zur Verfügung habt oder die ihr bereits installiert habt. Dann nehmt ihr euch die Schriftart, die ihr heruntergeladen habt, und kopiert sie einfach nur in diesen Ordner hinein. Über Vorschau könnt ihr euch nochmal ansehen lassen oder anzeigen lassen, wie diese Schriftart aussieht in den jeweiligen Größen. So sieht das Ganze bei meiner Schriftart aus. Hier könnt ihr es auch löschen oder ausblenden. Jetzt gehen wir einfach mal in Word und wählen diese Schriftart aus. So, 28 Tage später. Und wie wir sehen, haben wir diese Schriftart ausgewählt und können diese nun verwenden. Ziemlich einfach und ziemlich schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auf jeden Fall auch weitergeholfen, weil ihr natürlich zum Ziel kommen wollt. Mithilfe des Videos könnt ihr jetzt auf jeden Fall verschiedene Schriftarten verwenden. Sobald euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.